Europa bekommt einen einheitlichen Datenschutz. Das ist gut, weil es verlässliche Regeln in ganz Europa schafft und auch Daten geschützt werden, die im Ausland liegen. Diese Verordnung wird die vielen nationalen Datenschutzgesetze ablösen, auch das deutsche. Wir wollen so viel wie möglich von unserem hohen Datenschutzniveau aufrechterhalten. Doch Innenminister Friedrich kämpft im Europäischen Ministerrat keineswegs für einen starken Datenschutz. Eher im Gegenteil. Derweil haben US-Konzerne scharenweise Lobbyisten nach Brüssel geschickt, um den Datenschutz in Europa auszuhebeln. Wir wollen den internationalen Konzernen, die die Persönlichkeitsrechte von Menschen, von Bürgern in Deutschland bedrohen, auch die Zähne zeigen. Das wollen wir sehen. Denn das sind unsere Grundrechte und die sind uns wichtig. Fordert Innenminister Friedrich auf, Wort zu halten. Macht mit beim Ministerbriefen. Unterzeichnet den offenen Brief an Herrn Friedrich.